Wegen der paar Blätter, wer wird denn so geizig sein? Ach, Sie sind's, Herr Doktor. Besuchen Sie neuerdings Ihre Patienten hoch zu Ross? Nein, meine Krankenpfleger sind heute alle schon verarztet. Aber wie ich Ihren Chef kenne, ist der noch fleißig bei der Arbeit. Der letzte Patient ist gerade gegangen. Also, wenn Sie ihn sprechen wollen, passt es jetzt sehr gut. Na, wunderbar. Ah, wenn du nicht so ein ausgewachsener Lümmel wärst, dann dürftest du auch mit rein. Aber unser altes Hundekörbchen ist leider zu klein für dich. Fehlt Ihnen was? Ja, was? Bitte? Hallo, Dr. Villaver, das freut mich, Sie zu sehen. Natürlich nur, wenn Ihnen nichts fehlt. Ich fühle mich frisch wie ein Fisch im Wasser. Das höre ich gern. Kommen Sie, nehmen Sie doch Platz. Haben wir noch einen extra starken Kaffee für unseren seltenen Gast? Ich eile. Kommen Sie. Danke. Na, du in Reitdress heute? Ja, ich muss mich ein bisschen fit machen für kommenden Sonntag. Fit? Nehmen Sie an einem Rennen teil? So was Ähnliches. Unser Reiterverein veranstaltet seine alljährliche Hubertusjagd. Hubertusjagd? Ach ja, da wird doch ein Reiter als Fuchs markiert und der muss dann gejagt werden. Genau. Man bindet ihm einen Fuchsschwanz an die Schulter und wer ihm den Fuchsschwanz entreißt, ist Sieger. Muss Spaß machen. Ja, kann man wohl sagen. Ich wollte Sie gerade dazu einladen. Nee? Mich wollen Sie auf ein Pferd setzen? Ich Sie? Da kommen Sie doch alleine rauf. Ja, das schon, aber runter komme ich viel besser. Das geht bei mir ganz schnell. Richtig, richtig. Ich erinnere mich, Sie haben ja mal erzählt, dass Sie nicht reiten können. Aber da ich Sie so gern dabei hätte, mache ich Ihnen einen Vorschlag. Ja? Werden Sie unser Jagdarzt. Was soll ich werden? Unser Jagdarzt. Bei so einem Rennen muss immer ein Arzt dabei sein, für alle Fälle, Sie verstehen. Sie hätten auch eine Kutsche zur Verfügung, brauchten selbst gar nicht zu reiten. Moment mal. Stellen Sie vor, Helene, ich soll Jagdarzt spielen. Na ja, und warum denn nicht? Nein, Herr Kollege, nein. Das kommt für mich nicht in Frage. Aber vielleicht ist Herr Dr. Zimmermann so freundlich. Der kann leider nicht. Er hat am Sonntag Bereitschaftsdienst. Ach so, und da versuchen Sie es nun bei mir? Nein, lieber Herr Kollege, seien Sie mir nicht böse. Sie alle hoch zu Ross in roten Röcken und ich rutsche nebenher in meinem Auto. Nee, da komme ich mir doch deplaciert vor. Aber warum denn? Sehen Sie, wir wollen unsere Jagd in diesem Jahr im Wingenfelder Revier abhalten. Und da hätte ich nämlich noch eine Bitte. Ja, was noch? Sie stehen doch mit Ihrem Bürgermeister sehr gut. Könnten Sie mir behilflich sein, eine Genehmigung von ihm zu bekommen? Das will ich gerne tun. Dafür, dass Sie mich mit Ihrem Jagdarzt verschonen, vermittle ich Ihnen eine Unterredung mit Bürgermeister Stahl. Einverstanden? Beides wäre mir natürlich lieber. Warten Sie, rufe Herrn Stahl gleich an, ja? Nachdem Dr. Brock so ein gutes Wort für Sie eingelegt hat, steht dem nichts mehr im Wege. Außerdem haben schon häufiger Hubertusjagden in unserem Revier stattgefunden. Ja, wunderbar. Ich darf Sie übrigens herzlichst einladen, an unserer Jagd teilzunehmen. Ich soll mitreiten? Ja, warum nicht? Dr. Brock hat mir erzählt, Sie wären ein perfekter Reiter. Sagt Dr. Brock. Ich fürchte, die Pferde denken anders darüber. Außerdem habe ich gar kein Pferd. Das können wir denn leicht beschaffen. Bitte, Herr Bürgermeister, geben Sie uns die Ehre. Naja, ich weiß nicht recht. Außerdem habe ich es immer so im Kreuz. Das macht doch nichts, Herr Bürgermeister. Ein Mann wie Sie, quick und lebendig wie kein Zweiter. Das sagen Sie so. Eigentlich müsste es sehr schön sein, mal wieder so richtig über Stock und Stein. Aber es müsste ein gutes Pferd sein. Das sollen Sie haben. Damit wir uns richtig verstehen, ich meine, mehr ein gutmütiges Pferd. Könnte ruhig mal ein Hindernis auslassen. Ich sag dem Pferd Bescheid. Bitte. Warum muss es denn ausgerechnet dieser Dr. Brock sein? Es gibt doch sicher noch mehr Ärzte in dieser Gegend. Weil er einfach ein guter Arzt ist. Was heißt gut? Er ist der Beste hier. Dann hast du ihn eben einfach nicht nett genug darum gebeten, als Jagdarzt zu fungieren. Du hast leicht reden, mein Schatz. Versuch du einmal mit deinem Charme. Vielleicht hast du mehr Glück. Das werde ich auch. So wie ich diesem Herrn begegne, werde ich alle Register ziehen. Der arme Doktor. Du scheinst ja sehr viel von meinem Charme zu halten, sonst hättest du nicht jetzt schon Angst um ihn. So, komm. Ich gehe mich umziehen. Ja, ich will auch noch ein bisschen reiten. Gut, Herr Doktor, ich habe alles notiert und werde es Ihnen dann schicken. Ja.
Im Übrigen gratuliere ich Ihnen zum Jagdarzt. Zum Jagdarzt? Dr. Vielhaber war heute Morgen hier und hat mir erzählt, dass Sie am Sonntag bei der Hubertus Jagd... Nicht mitmachen? Ja, ich habe es abgelehnt. Was? Warum denn? Warum, warum? Dafür gibt es genug Gründe. Aber wenn die Jagd auf Wingenfelder Gebiet stattfindet, ist das noch lange kein Grund, dass auch ein Wingenfelder Arzt dabei ist. Da haben Sie allerdings recht. Gehen Sie denn hin? Nein. Wissen Sie, seit ich die Apotheke übernommen habe, bin ich ja nicht mehr im Sattel gesessen. Also Sie gehen nicht? Nein. Und von mir verlangen Sie, dass ich hingehe? Kommt gar nicht in Frage. Sie wird auch ohne uns gehen. Hallo, Herr Kollege. Haben Sie es sich anders überlegt? Da gibt's nichts zu überlegen, wenn Sie die Geschichte mit dem Jagdarzt meinen. Schade. Der Rapp. Tag, Herr Kollege. Guten Tag. Der Rapp. Sie wissen, ich helfe gern aus. Ich habe Sie damals auch nicht im Stich gelassen. Nein, 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 das habe ich auch nicht vergessen. Sie haben etwas gut bei mir. Wenn ich Sie jetzt schon wieder mit einer Bitte überfalle... Kann Ihnen jeder andere Kollege diese Bitte auch erfüllen. Der Rapp. Ein schönes Pferd. Ja, sehr schön. Der Rapp. Der Rapp. Hallo, Vera. Bitte komm doch mal her. Ich möchte dich gern mit Dr. Brock bekannt machen, Frau Vera Brinkmann. Guten Tag, Mirfrau. Sie sind also dieser vielbesprochene Dr. Brock, der unbeirrt und konsequent an einem einmal gefassten Entschluss festhält. Das wissen Sie auch schon? Kurt hat es mir erzählt. Und ich habe zu ihm gesagt, der Mann gefällt mir. Er weiß, was er will und lässt sich nicht von jedem beschwatzen. Verehrte gnädige Frau, ich weiß nicht recht, Sie überschütten mich hier mit Komplimenten. Wieso Komplimente? Das sind doch Tatsachen, nicht wahr? Ja, schon, aber... Ich brauche Ihnen doch nicht zu sagen, dass wir schwachen Frauen jeden Mann verehren, der zielbewusst und energisch ist. Und wenn wir einen Mann bewundern, dann stellen wir ihn auf einen hohen Piedestal. Auf einen sehr hohen sogar. Stimmt. Damit keine andere Frau herankommt. Jetzt werden Sie ironisch, lieber Doktor. Was soll denn unser guter Doktor machen? Du überschüttest ihn mit so vielen Nettigkeiten. Er kann sich ja gar nicht anders wehren. Auf alle Fälle freut es mich. Ich wäre kein Mann, wenn mich die Anerkennung an einer so hübschen jungen Dame... Vielen Dank. Ja. Nun ist es aber genug mit euch beiden. Im Übrigen bin ich ganz anderer Meinung. Ich gebe zu, ich habe meine Entschlüsse öfter geändert, wenn mich eine Dame darum gebeten hat. Das ist doch ganz etwas anderes. In dem Fall ist es wie eine Referenz an die betreffende Dame. Eine Art Geschenk, das man ihr macht. Oho, also doch inkonsequent. Ja, aber konsequent inkonsequent. Ich sehe schon, man nimmt mir wieder meine ganzen Lorbeeren weg. Ein Glück, dass mich keine Dame gebeten hat. Und wenn sie es täte? Zum Beispiel ich? Ja, dann müsste ich... Ich meine, dann könnte ich... Meinen Sie das ernst? Und wie ernst? Ja, also, wenn ich Ihnen einen Gefallen damit tue... Gefallen? Vielmehr. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also gut, wie sagten Sie vorhin? Nehmen Sie es als meine Reverenz vor Ihnen. Schwachheit, dein Name ist Mann. Frau Dr. Wallner, ich muss Sie schnell mal anrufen. Ich habe gerade Zeit. Mein Chef ist unterwegs. Haben Sie schon gehört, dass Dr. Brock nun doch am Sonntag als Jagdarzt mitmacht? Was? Ich denke, er will nicht. Ich habe neulich noch versucht, mit ihm darüber zu sprechen, aber er hat kategorisch abgelehnt. Kategorisch? Dass ich nicht lache. Und da sagt man immer ein Mann, ein Wort. Aber wenn es Ihnen in Kram passt, haben Sie sofort die dicksten Wörterbücher zur Hand, bloß um Ihren Wankelmut zu entschuldigen. Wer hat denn unseren Doktor umgestimmt? Dr. Vielhaber? Nö, aber der Besuch von Dr. Vielhaber, eine reizende junge Dame, sagt er. Eine junge Dame? Wer ist denn das? Na, das weiß ich doch nicht. Ich kann doch unmöglich zu Dr. Vielhaber hingehen und fragen, sagen Sie mal, wer ist denn die Zirze, die Sie da bei sich haben? Und wie steht sie zu Ihnen? Nein, 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 nein. Und wenn ich vor Neugierde platze, das kann ich wirklich nicht. Tja, ist ja sehr nett, dass Sie mich anrufen, aber da können wir ja nun nichts machen. Was? Da können wir nichts machen? Und ob wir da was machen können? Auf alle Fälle sehen wir uns diese Schlange hoch zu Ross am Sonntag erstmal an. Aber Helene, jetzt sind Sie bestimmt ungerecht. Sicher ist das wirklich eine reizende junge Dame. Ja, ich bin überzeugt, dass sie das ist. Aber das brauche ich ja nicht gleich zuzugeben. Hm? Ich komme am Sonntag als Ambulanzhilfe mit meinem Doktor mit. Und Sie werden auch da sein. Nein, keine Widerrede, Sie kommen mit. Und wehe, wenn Sie nicht erscheinen, dann lasse ich Sie mit der Freiwilligen Feuerwehr holen. Wir wollen doch mal sehen, was auf dieser Hubertus-Jacht wirklich gejagt wird. Tja, Wiedersehen. Na, so ein Wirbel. Da ziehen die Leute Kleider an, die sie sonst nie tragen und galoppieren mit Pferden hinter einem Fuchs hier, der gar keiner ist. Oh, jetzt sind Sie aber ungerecht. Es ist doch ein herrliches Bild.
Und außerdem macht's Spaß. Sind Sie schon mal auf einem guten Pferd über Wiesen oder Felder galoppiert? Nö, bin noch nicht lebensmüde. Ach, Helene, ich glaub Ihnen kein Wort. Sie sind ja nur gegen diese Jagd voreingenommen. Und ich weiß auch, warum. Weil ich mich im letzten Moment doch noch entschlossen habe, hier als Jagdarzt rauszufahren. Dabei hat sie mir auch noch zugeredet. Ach, ich habe Ihnen zugeredet? Oh, ich wusste gar nicht, dass ich solchen Einfluss auf Sie habe. Mir kommen vor lauter Rührung gleich die Tränen. Ja. Dr. Brock, kennst du ja bereits. Darf ich dir Frau Klaasen vorstellen? Und da ist unsere reizende Apothekerin, Fräulein Dr. Wallner. Das ist Frau Brinkmann. Guten Tag, Frau Brinkmann. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren, gnädige Frau, wenn mein gutes Helenchen im Augenblick wie ein beleidigter Bonzo aussieht. Sie hat sonst sehr viel von einem scheuen Reh. Also ich muss schon sagen, Herr Doktor. Das muss ich auch sagen. Ich finde, Sie haben viel öfter den Charme und die Gemütlichkeit. Vielen Dank, Herr Doktor. Eines Feldwebels. Lassen Sie sich nicht ärgern, Frau Klaasen. Männer sind nun mal so. Ich hörte, Sie sind schon ein gutes Jahrzehnt bei Herrn Dr. Brock. Ich freue mich, so eine tüchtige Kraft kennenzulernen. Zu liebenswürdig. Jetzt haben Sie einen Stein im Brett bei meiner guten Helene. Ich möchte nur, dass Sie bei bester Laune unsere Fuchsjagd verfolgen können. Was meinen Sie, wie ich alles verfolge? Ich drücke beide Daumen für Sie, Dr. Vielhaber, dass Sie den Fuchs fangen. Mit Ihrer Hilfe würde es mir auch bestimmt gelingen. Aber als Jagdleiter darf ich mich an der Fuchsjagd leider nicht beteiligen. Ich reite mit meinen Pikeuren, das sind die Reiter, die Hindernisse markieren, weit vor dem Felde her. Ich leite sozusagen die Jagd. Was? Hindernisse gibt es auch? Das ist doch gerade das Reizvolle dieser Fuchsjagd. Was glauben Sie, wie aufregend es ist, wenn Sie plötzlich völlig unerwartet ein Hindernis zu nehmen haben? Na, dann darf ich für Sie die Daumen drücken, dass Sie alle Hindernisse gefahrlos nehmen. Danke. Komm, Herr Allein, wir müssen uns um die Pferde kümmern. Sie entschuldigen uns. Wir sehen uns ja noch nach der Jagd. Hals und Beinbruch. Danke. Dr. Vielhaber sieht aber großartig aus in seinem Reitdress. Ja, besonders wenn man sich so das gewöhnliche Fußvolk betrachtet. Na, Herr Bürgermeister, ob Sie mit Ihrem Rheuma den Fuchs zur Strecke bringen, das möchte ich doch stark bezweifeln. Ja, ich auch, liebe Frau Klaasen. Aber was soll ich machen? Als Bürgermeister kann ich so eine offizielle Einladung schlecht ablehnen. Außerdem bin ich schon zufrieden, wenn mich mein Pferd geduldig bis zum Ziel trägt. Das ist der echte sportliche Mut. Den echten sportlichen Mut brauche ich morgen viel nötiger, wenn mich nämlich Frau Klaasen massiert und mir bei jedem Griff erklärt, wie gut das für mich ist. Herr Bürgermeister, ich glaube, es geht los. Oh, nun denn, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! Meine Damen und Herren, liebe Reiterkameraden, verehrte Gäste, ich weiß, dass die Liebe zum Pferd und die Begeisterung für den Reissport Sie alle hierher geführt hat. Sie haben weder Zeit noch Mühe gescheut, um an unserer Hubertusjagd teilnehmen zu können. Ich hoffe, dass sie auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wird. Ich jedenfalls wünsche jedem von Ihnen, dass er den Fuchs erlegt. Die Hubertusjagd beginnt! Oh,
Ist ja toll. Donnerwetter, noch mal gut gegangen. Gehen Sie mir auch mal her. Donnerwetter! Wer ist denn da gestürzt? Ich glaube, Frau Brinkmann. Rufen Sie den Jagdwagen. So. Sind Sie verletzt? Tut Ihnen was weh? Also, brennt. Es ist sicher nicht so schlimm. Aber jetzt ist mir schon wohl. Verdammt, das tut weh. Wie fühlen Sie sich? Tapfer ist sie. Ich will vor Ihnen keine Schwäche zeigen, aber mir kommen die Tränen. Macht nichts. Ich weiß, wie sehr der Schmerz. Fassen Sie mit an. Wir bringen Sie zu meinem Wagen, ja? Ich fahre zur Aushilfsambulanz in der Jagdhütte. Sie fahren mit Erika im Jagdwagen mit, damit jemand da ist, falls noch etwas passiert. Ja. Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, dass ich nicht lache. Möchte nur wissen, was auf meinem Rücken liegt. Das Glück ganz bestimmt nicht. Das muss was anderes sein. Oh, na komm. So hatte ich mir die Jagd eigentlich nicht vorgestellt. Seien Sie froh, dass es noch so abgegangen ist. Der Sturz sah sehr gefährlich aus. Oh, und Gott vergeht nicht. Oder gute Ware hält sich. Vielen Dank, Herr Doktor. Sie verstehen es, Komplimente zu machen. Langsam wird mir klar, warum Sie sich so großer Beliebtheit erfreuen. Ich hoffe, es liegt auch daran, dass es mir gelungen ist, hin und wieder ein paar Menschen zu helfen. Und das wollen wir jetzt auch bei Ihnen versuchen, ja? Die Jagd ist frei! Fuchs, aus ihm! Ab! Wo Dr. Brock nur bleibt, anscheinend doch ein schwerer Fall. Ja, das glaube ich auch, ein ganz schwerer sogar. Sie werden schon wieder zynisch, Helene. Mir tut die arme Frau leid. Mir auch. Hauptsache, sie spielt uns kein Theater vor. Ach, Theater ist übertreiben. Die Menschen sind nicht so schlecht, wie Sie manchmal tun. Nö, die Menschen nicht. Aber die Frauen, wenn es um einen Mann geht. Tod! Jagd ist beendet! Wo ist denn Vera? Ich meine Frau Brinkmann. Frau Brinkmann ist vom Pferd gestürzt. Dr. Brock ist mit ihr zur Aushilfsambulanz gefahren. Gestürzt? Ja. Ich muss sofort zu ihr. Kommen Sie bitte mit. Natürlich. Da drüben steht mein Wagen. Dankeschön. Ich weiß, wie schmerzhaft Peilungen sind, aber ich möchte Ihnen nur eine Spritze geben, wenn es gar nicht mehr anders geht. Nein, bitte. Keine Spritze. Es tut zwar scheußlich weh, aber es geht schon. Ich muss Ihnen etwas sagen, Herr Doktor. Bisher war es mir ziemlich gleichgültig, wer heute als Jagdarzt fungiert. Aber jetzt bin ich doch sehr froh, dass Sie es sind. Behutsamer und netter hätte kein Arzt sein können. Verzeihen Sie, ich verstehe kein Wort. Was heißt, es war Ihnen gleichgültig? Ich kannte Sie doch gar nicht.
Richtig, und trotzdem? Habe ich mich für Sie eingesetzt. Eingesetzt ist gut. Mit Charme und Raffinesse sind Sie vorgegangen. Ihre damalige Unterhaltung mit mir war doch nur auf das Ziel ausgerichtet, mich zu überreden. Das haben Sie gemerkt? Natürlich. Aber um ehrlich zu sein, ist es mir leider erst hinterher klar geworden. Sind Sie mir noch böse? Ach, keine Spur. Wenn man so liebenswürdig hereingelegt wird, macht es ja direkt Spaß, hereingelegt zu werden. Vielen Dank, Herr Doktor. Unser Dr. Vielhaber steckt also hinter allem. Natürlich. Wer denn sonst? Er hat es sich nun einmal in den Kopf gesetzt, dass Sie der Jagdarzt werden. Wahrscheinlich, weil er so gar nichts von Ihren ärztlichen Fähigkeiten hält. Nun ist es aber gut, jetzt will ich nichts mehr hören. Ich werde mir irgendeine schreckliche Rache ausdenken. Vielleicht schaffe ich mir extra sogar einen Hund an. Den muss er dann immer umsonst behandeln. Oder irgendetwas anderes. Aber wir werden Sie jetzt erstmal ins Bett bringen. Können Sie allein aufstehen? Passen Sie auf, ich helfe Ihnen. Sie legen Ihren Arm um meinen Hals. Ich fasse Sie auch um und dann werden wir uns gemeinsam aufrichten. Verstehen Sie mich? Was ist, Vera? Wie geht es dir? Oh, danke, ganz gut. Ist was passiert? Nur ein paar Prellungen. Ich fühle mich ausgezeichnet. Das kann ich verstehen. In den Armen von Dr. Brock. Ach, das war diese dummen Witze. Herr Kollege, um Irrtümern vorzubeugen, diese Umarmung ist eine rein ärztliche Maßnahme und ich kann... Das will ich hoffen. Wäre es eine echte Umarmung gewesen, müsste ich Ihnen mit allem Nachdruck erklären, dass mich dieser Anblick sehr gefreut hätte. Wie bitte? Was soll das heißen? Diese Dame ist Ihre Bekannte. Ich weiß zwar nicht, in welchen Beziehungen Sie zu ihr steht. In sehr engen, lieber Kollege. Also? Und in sehr langen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Frau Brinkmann ist nämlich meine Schwester. Was? Ist das wahr? Ja, sag mal, Kurt... Hast du den Herrn Dr. Brock nicht erzählt, dass ich deine Schwester bin? Bis jetzt hatte ich keine Gelegenheit dazu. Und von allein konnte ich nicht darauf kommen. Der Name Brinkmann. Meine Schwester war verheiratet. Ihr Mann ist vor einem Jahr gestorben. Das ändert ja schlagartig alles. Aber liebe Frau Glasen, was machen Sie denn für ein Gesicht? Ich habe eben im Stillen Frau Brinkmann um Entschuldigung gebeten für alles, was ich von ihr gedacht habe. Ihnen verzeih ich gern, Frau Glasen. Na, dann ist ja Mann gut. Wo ist denn eigentlich Fräulein Dr. Wallen? Die hat ihre rein ärztlichen Maßnahmen von vorhin anscheinend auch missverstanden. Oh. Ach, Herr Kollege, gehen Sie doch schnell zu ihr. Also ich würde sagen, sehr schnell. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja. Ist schon gut. Fräulein Dr. Wallner, Fräulein Doktor. Erika, was machen Sie denn hier? Ich ärgere mich, weil ich mich so dumm benommen habe. Nur gar so dumm? Nein, ich weiß, was ich sage. Einfach wegzulaufen wie ein kleines Mädchen. Nur weil ich eine Patientin umarmte, der ich geholfen habe, sich aufzurichten? Ich weiß es, mir längst klar. Aber irgendwo freut es mich, wie Sie reagiert haben. Bitte sprechen wir nicht mehr davon. Bitte, wie Sie wollen. Und warum sind Sie nicht wieder hineingekommen? Weil es mir peinlich war. Passen Sie auf, ich hole jetzt Helene heraus und wir drei fahren wieder zurück zur Jagdgesellschaft, damit Sie auf andere Gedanken kommen. Und für unterwegs habe ich ein paar Neuigkeiten für Sie. Ja? Gern. Hallo, Herr Bürgermeister, machen Sie doch nicht ein so verzweifeltes Gesicht. Es kann doch nicht jeder Sieger werden. Bei der nächsten Fuchsjagd bin ich ganz bestimmt nicht mehr dabei. Im Übrigen, Herr Doktor, darf ich Sie aufklären? Unser Herr Bürgermeister hat den Fuchs gefangen. Was? Ach, wenn es nur der Fuchs wäre. Ich komme mir schon vor wie der reinste Raubtierjäger. Den Fuchs habe ich gefangen und einen Wolf habe ich mir geritten. Oh. Kein Mensch bringt mich mehr auf ein solches Pferd drauf. Ich freue mich schon auf Ihren Besuch, Herr Bürgermeister. Liebe Frau Klaassen, Ihre Massagen sind gegen diese Fuchsjagd die reinsten Liebkosungen. Auf alle Fälle gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Sieg. Vielen Dank, aber das Schönste kommt erst noch. Als Sieger darf ich hier die ganze Jagdgesellschaft mit Essen und Trinken freihalten. Und was meinen Sie, was Sie für einen Durst haben nach dem Ritt? Aber an allem sind nur Sie schuld, wenn Sie mir nicht den Dr. Vielhaber geschickt hätten. Wären Sie nicht Sieger geworden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir teilen uns die Zeche. Einverstanden? Herr Doktor, Sie sind doch ein guter Arzt. Mir geht es schon bedeutend besser. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz.